Final Fantasy 13-2. The story so far, Kubo. I know your name. Noel Kreis. What? Then you're gonna have to go through me! Can you fight? So Leute, herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13-2. Die Lage hat sich ein bisschen beruhigt hier draußen. Es ist auf jeden Fall kein Krieg mehr wie beim letzten Mal, aber unser schönes Teil haben wir immer noch an. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich durch das ganze Spiel anhaben soll. Irgendwie ist es ein bisschen unpassend, aber egal. So, hallo. Morning. Tut mir leid wegen gestern. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bro. LeBro, good morning, Kubo. Good morning, Kubo. You win. I can't compete with morning people. Mornings are what I do best. Okay, morgens bin ich topfit. Ja, ich auch. Ich stehe normalerweise um 5 Uhr morgens auf, um dementsprechend bereit zu sein für den ganzen Tag. Project? Yeah, I was working on something for Snow. That thing, you know. That thing, eine Schweden Penisvergrößerungspumpe für Snow. So, you're just taking him at his word? He says he's from the future, but where's the proof? I guess you're right. Der Beweis, dass er von der Zukunft kommt? Ich weiß gerade nicht, also... Nein, okay, ich würde sagen, der Beweis hat er noch nicht gebracht. What's the deal with you and that Noel guy anyway? If I said I was going with him, would you stop me? Let you run off with some con artist? I'd beat him half to death first. Schlage ich ihn zu Brei? Eigentlich hat er gesagt, er schlägt ihn zuerst tot, aber anscheinend ist das so ein bisschen brutal auf Deutsch, ne? Okay, draußen. Ja, dann gehen wir nach draußen hier. Ist ja auch schönes Wetter und wir haben der Badeanzug an. Das müssen wir schon mal Sarah, austesten. All this talk about artifacts and gates and time travel. To be honest, I don't know if I'm ready to believe it. Sarah, there's still so much I don't understand myself. If we can actually find an artifact, then I'll know what I've been saying is true. And once we open the gate, you'll be able to put some of your doubts to rest as well. So what do you think? Will you search for the answers with me? Ein Artefakt muss gefunden werden. Der Bommel des Muggels beherbergt eine komplexe Sensorik, was den Muggel dazu befähigt, die als Schlüssel für Portale dienenden Artefakte oder geheime Schätze aufzuspüren. Es kann sich also durchaus lohnen, den Bommel des Muggel stets im Auge zu behalten und die Umgebung nach besonderen, besonders wertvollen Gegenständen auskundschaften. Sollte der Bommel anfangen zu leuchten. Ist das jetzt schon leuchten? Oh, hallo. Hello there, Miss Farron. Oh, hi there. Ohayou gozaimasu. It might be a strange question, but have you seen something that shouldn't exist? That's a strange question, all right. I wish I could help you, but I've been pretty busy with security duty. Frankly, these days, lots of things seem out of the ordinary. Oh, yeah, I know. The people here are counting on you guys to protect them. They couldn't survive without Nora. Well, we can't ask them to fight off the monsters themselves. At least things have improved in these past few years. When the town was first built, Nora was in charge of keeping everyone safe and working the fields. Let me tell you, living on Cocoon, you don't learn to grow vegetables. Okay. Security stuff. Wow. Schicke Kleidung, eure Security. Okay, ich bin mir gerade nicht so sicher, der Bommel vom Muggel. Leuchtet der jetzt schon? Dann sollte hier irgendwo was sein, oder? Oh, ui. Okay, jetzt leuchtet der auf jeden Fall. Ah, vielleicht hier irgendwas? Kabau! Was ist mit dir? Sorry to tell you, the mountain path is off limits. Godot's orders. We can't go near the meteorite right now. Wait, I remember, wasn't there another path along the shore?
Now that you mention it, there is another route along the shore that the surfers use. There's a path that appears when the tide's low. You can't use it right now, though. Was für ein Trottel! Oh, wir können ja trotzdem durch! Nein, wir müssen nicht hier entlang, wir müssen noch etwas Kleines von hier aus machen. Untersuchen wir das mal. Lightnings Messer. Was macht denn das hier? Ist das ein Artefakt? Is that the artifact? This is Lightning's knife. I keep it in my room, but how did it get out here? Hey, look there. Snow! Sarah! Come on. Ich habe diese Cutscene geliebt bei Final Fantasy 13 und jetzt ist sie noch trauriger als letztes Mal. It's her knife. I found it near the base of the pillar. Snow. Sarah, I'm sorry. She must be inside the pillar. Lightning's holding up Cocoon, along with Vanille and Faye. Wait, what are you talking about? She was right here a second ago. I saw her. We talked. She gave us her blessing. Forget that moment. Lightning was happy. Happy that Snow and I were getting married. She laughed and said congrats. Sarah. But then, Sarah. All of a sudden, Lightning disappeared. She was gone, like she was never there to begin with. No one else remembered her smiling and laughing. No one but me. All your friends think your sister is inside that pillar. I was scared. People said I was dreaming. They said I was just making up stories so that I didn't have to face the truth. Listen, Sarah, your memories are the truth. Lightning is alive. The question is, why are you the only one who remembers? Nur Sarah erinnert sich, wie Lightning auf der Ebene stand. Warum erinnern sich die anderen nicht? Weil Sarah eine andere Zukunft sah? Weil sich die Geschichte verändert hat? Weil es eine Botschaft von Lightning ist? Weil es ein Traum war? Also, wenn ich mir überlege, was Final Fantasy 13 mir gezeigt hat ganz am Ende, war Sarah eine andere Zukunft sah. Ich würde sagen, weil sich die Geschichte verändert hat, das macht irgendwie keinen Sinn, aber weil es eine Botschaft von Lightning ist, eigentlich auch, außer sie müssen heiraten, weil es ein Traum war. Ich bin mir nicht sicher, also ein Traum wäre, weil Sarah eine andere Zukunft sah. Perhaps I saw a different future. You're talking about another possibility, a world that might have been. Does such a world exist? A place where my sister is still alive? Weird. The knife looks like it's been polished. Maybe someone was cleaning it out here and then forgot about it. I don't think this is our artifact, though. Let's keep looking. Okay, ist nicht das Artefakt, das wir suchen, aber hier drüben, glaube ich, sollte noch irgendwas Spezielles auf uns... Cooper? Cooper, Cooper, Cooper! Cooper!
Okay, wir gehen mal weiter. Nico, 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 nie. Ansprüche? The cat isn't an artifact, is it? No, I don't think so. Maybe the cat could have picked up the artifact. Eine Katze, ein Artefaktor, klar. Eine Katze existiert in dieser Welt nicht. Okay, ich habe noch gemerkt bei der ersten Aufnahme, dass ein bisschen übersteuert wurde, also von der Cutscene her. Ich hoffe mal, das Problem wurde gelöst. Ich habe jetzt mal die Lautstärke ein bisschen runtergedrosselt. Ich hoffe mal, es hat irgendwas gebracht. Kuppa, 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 kuppa. Such das Artefakt. Oh. Hallo. Vielleicht haben die Katzen dann irgendwas aufgesammelt, was auf den Boden gefallen ist. Aber ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Moment, wo können wir denn hier durch? Ach so, wir können von da oben hin. So, aber ja, wir gehen mal da so oben hin, damit wir das entdeckt haben. Ah, sag schön, sag schön. Okay, was mit dir? Du bist im Weg. Ihr sucht eure Katze? Lasst unsere Katze in Ruhe. Okay, da oben. Wir haben irgendwas. Verdammt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es gibt noch eine schöne Katze zu sehen. Aber kann mich hier vorbei? Ah, okay. Denn ich bin mir nicht sicher, ob die Katze daneben noch bestehend ist, wenn wir jetzt da runtergesprungen sind. Ich weiß nicht, denn hier oben gibt es auch noch irgendwas. Irgendwas Schönes. Okay, eigentlich nicht hier. Nein, nicht da entlang. Ich will eigentlich zur Futterstätte. Hey, ich glaube, das war hier oben. Nee. Wo war das denn jetzt schon wieder? Ansprechen? Nein, nein, nein. Ich bin verwirrt. Ich habe gedacht, das wäre... Aber egal, wir lassen das einfach mal sein und gehen einfach weil... Ach so, das war ihr Zimmer. So. Ah, da oben ist es. Okay. Können wir jumpen? Jetzt muss ich wieder außen rum. Ich verstehe nicht, warum haben die irgendwie so ein Jump-Teil eingebaut, aber man kann trotzdem nichts hochspringen. That makes no sense. Ja, untersuchen wir das mal. Grow vegetables? What? You mean you don't? Well, the soil is barren. Nothing will grow at all. We have to survive by hunting. It's that or starve. Yesterday, you said you were the last of humanity. What did you mean? Just what I said. When I was born, there were fewer humans in the world than live in this village. After a while, I was the only one left. Der letzte Überlebende. Noel behauptet, in der Zukunft sei er der letzte Überlebende der Menschheit. Was soll ich erwidern? Wie konnte es so weit kommen? Du meinst, es ist das Ende der Welt? Du meinst, du bist eine aussterbende Spezies? Das glaube ich nicht. Wie konnte es so weit kommen? How did it happen? There were monster attacks and illnesses. People die. But everyone said the same thing before they passed on. The future is yours. Die Zukunft gehört dir. Deswegen kannst du alles machen, was du willst. So, wir lassen das mal. Das war diese Katze, die ich gemeint habe. So, wenigstens kann ich hier runterspringen. Das ist schon mal ein großer Erfolg. So, Katze! Ich bin mir nicht sicher, wie weitläufig die Katze laufen würde. Snow. Kupo? Oh yeah, she's my pet. Kupo? Huge found her and brought her home. Hey, I don't see why not. I think we should keep her too. Just as long as she doesn't make a mess in my workshop. Yeah. Hey, girl. Are you sure you can look after her? Can't we all do it? I mean, we are one big family, right? Yeah, right. Mac, you'll do it. You too. Thanks. She's adorable. She really does have a face. I thought I could hide it from them, but they knew. They saw right through me. I'd lost lightning, and then snow.
But those guys, they really tried to cheer me up. Oh. So it hasn't been all bad. No, not at all. Life is harder here compared to back on Cocoon. But everyone sticks together. Even in the tough times, we have each other. That helps. Those friends of yours are like family, aren't they? Yeah. Noelle bemerkt, dass deine Freunde, dass deine Freunde wie eine Familie geworden sind. Wie antwortest du darauf? Wäre Snow doch bloß hier, die Katze ist meine Familie, wäre Lightning doch bloß hier, willst du dich nicht auch hier niederlassen? Ja, wieso nicht? Why don't you settle down with us? I'm sure everyone would like that. It's good of you to offer, but I can't do that. I made a promise to Lightning. Yeah. We're way off track. Where else should we look? Mog, help us out here. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Sarah irgendwie am Träumen ist oder sonst irgendwie in eine andere Zukunft verschleppt wurde, indem sie geschlafen hat. Ich weiß nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sarah hier in dieser Welt eigentlich nicht existieren sollte. A school teacher, huh? Right! I'm so glad you're all safe. Yeah. Now, did everyone do their homework? So eine schöne Lehrerin wollte ich auch schon immer haben, die Unterricht gibt mit Bikini. You're pretty strict, huh? Hey. Not that bad. Come on. You know, I'm only strict because my teacher was strict. Lightning must have rubbed off on me. My grandmother was a teacher too. She taught me everything I know. She taught me about Grand Pulse and its history. Noelles Großmutter war auch seine Lehrerin. Was möchtest du fragen? Möchtest du zurück nach Hause? Ich denke nicht. Wenn er nach Hause geht, ist er alleine. Wie war sie so? Bist du wirklich aus der Zukunft? Weißt du, was als nächstes geschieht? Nein, würde ich nicht sagen, denn er ist 700 Jahre von der Zukunft gekommen, deswegen, wie soll er das wissen? Er möchte zurück nach Hause, macht keinen Sinn, eben weil, ja, er ist der Einzige, der da ist. Wie war sie so? Nobody interested about the Okasa, nein, nicht Okasa. Bist du wirklich aus der Zukunft? Ja, wieso nicht? Nochmal. Ist es wahr? Are you really from the future? Let me ask you a question. What can I do to convince you? I'm sorry I asked. I know how hard it is when no one believes you. Sometimes it bothers me to think I might never make it back. But if you do come with me, you'll be feeling that same fear. That's why I want you to fully understand what you're getting yourself into. That's the kid I was looking for! I knew my eyes weren't playing tricks on me! It's Mackie! I better get out of here! It's Mackie! Lauf! Du folgst ihm nicht mal, Mackie! Was ist los mit dir? What are you mumbling about? Huh? What? I wasn't. Don't creep up on me like that. Was zum Teufel ist mit Mackie los? Ich meine. Boah, coole Jeans, ne? Nein, ich find's bisschen komisch, dass er irgendwie verheimlicht irgendwas von uns. Aber die Frage ist nur, was? Was sind das? Achso, das sind einfach Steine, die aussehen, als wären sie platt gedrückt worden. Aber egal. Das Spiel ist ja auch nicht gerade das Neueste vom Neuesten. Aber egal. So ein Neobodum am Strande. So, wir hüpfen hier mal hoch und versuchen, den kleinen Burschen einzuholen, der irgendwas zu verheimlichen hat. Was zum Teufel? Und die Gegner kommen auch wieder. Wieder einmal kämpfen. Okay, schauen wir mal. Bums. Ja, ich glaube, gegen diese Gegner ist ein normales Angreifen. Okay. Oh, so. Eine Idee. Sehr schön. So. Du auch noch. So.
Also so schwer sind die Gegner jetzt hier auch wieder nicht. Aber ich schätze mal, das wird sich im Verlauf des Spiels ein bisschen ändern, außer ich werde auch besser. Alle verbliebenen Bewohner sollten evakuiert werden? Warum das denn? Wieso? Nein! Er läuft weg! Baller! Beschütze mich! Was, ich kann denn nicht... Ach, du blödes Vieh. Zu langsam. Was haben wir denn hier? Ach so, ja, der ist schon ein bisschen schneller unterwegs. Das ist doof. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte der andere eigentlich einholen können. Aber nein, das ging natürlich nicht. So, ich finde es immer noch ein bisschen schade, dass ich keine Analyse erstellen kann. Ja, was soll man machen, ne? So, und hinüber ist er. Okay, die Musik fand ich schon ein bisschen sexier bei Final Fantasy 13, aber man könnte ja alles haben. Komm her und lass dich ansprechen. Jetzt haben wir dich. Jetzt wirst du ausgepeitscht. Der Junge verbirgt etwas. Wie finde ich am besten heraus, was es ist? Oh mein Gott. Ich spendiere dir ein Jahr lang dein Mittagessen. Nein, ist zu teuer. Junger Mann, was hast du dir ausgeheckt? Okay, nein, das ist böse. Es reicht jetzt. Sprich sofort. Sprich ruhig offen zu mir. Ich werde dich schimpfen. Ich spendiere dir ein Jahr lang dein Mittagessen. Das habe ich noch nie ausgewählt. Not sure about your style of discipline, Miss Farron. Ach man, das war gemein. Ezreal, sprich ruhig offen zu mir. Ich werde nicht schimpfen. Why did you run away? I promise I won't get mad if you tell me. I know you say you won't get mad at me, but I can't tell you. I don't want to get yelled at. The kid was trying to get away from Mackie. I bet you anything he was up to no good. Schimpfen macht mir auch keinen Spaß. Du musst nicht sprechen, wenn du nicht möchtest. Schluss mit lustig, Bagaus. Warum bist du vor Maki weggerannt? Schimpfen macht mir auch keinen Spaß. Wieso ist er vor Maki eigentlich weggerannt? Was ist denn passiert? Schluss mit los, pack mir aus, du musst nicht sprechen, wenn du nicht möchtest. Schimpfen macht mir auch keinen Spaß. I hope you're not misbehaving. It makes me sad when my students don't behave. I'm sorry, Miss Farron. Yes, I'll own up. The truth is, I sold something from Mackie. And that's why he was chasing you? What did you take? This necklace. It belongs to you, doesn't it? Snows Anhänger erhalten. Hey, wait. Interessant, warum hatte Maki die? Warum hatte sie Snow nicht mehr an? Hat er uns nicht mehr lieb? What was he doing with this anyway? That belongs to Maki, doesn't it? No, it's mine. It's a reminder of a promise a good friend made me. Aber sie hat ja schon eine. Sarah, I believe you. Your sister's alive. She's out there somewhere. Thank you, Snow. Here, you hang on to this for a while. When I come back, it'll be with Lightning. Then there's no way she can say no to us getting married. Okay. Okay. And that was the last time I saw Snow. The memories I had of Lightning standing on the plain beneath Cocoon. He was the only one who believed. Believed them enough to do something. That's why I've been waiting here. And doing nothing, right? Lightning and Snow are long gone. But you still sit here and wait. Why didn't you go after them? Snow ist schon lange fort. Noelle wundert sich, warum Sarah ihm nicht gefolgt ist. Was antwortest du?
Snow bat mich, auf ihn zu warten. Wegen den Kindern. Ich habe Snow vertraut. Ich wollte ihm folgen. Aber... I wanted to go. I wish I had. It's not too late. You can leave now, if that's what you really want. I know, but I just can't. I'm sorry. I shouldn't pressure you. In the end, the decision has to be yours. Welche Entscheidung sollten wir treffen? Kommen wir hier endlich mal woanders hin? Ist es ein Schiff? Oh, Kupau, Kupau! Was ist das? Ist das ein Schiff? Ein fliegendes Schiff. Sieht mir ein bisschen komisch aus. Was können wir sonst noch so erfahren, wenn wir in die tiefe Welt von Grand Pulse hineinstarren? Da unten ist zu, da kommen wir nicht durch. Ach so, stimmt. Wir müssen ja irgendwie so einen Ort finden. Oh, ich finde, Cocoon sieht so klasse aus mit dem Kristall. Also, stimmt. So, komm her, jetzt. Boah, wir kämpfen doch mal. So, gut, also, jetzt sollte es ein bisschen schneller gehen, denn ein bisschen mehr Schaden machen wir jetzt gerade. Ah, nicht gerade viel, aber egal. Ich glaube, das sollte es gewesen sein. Utsa! So, sehr schön. Der hat mir aber sehr viel Schaden gemacht, nicht? Ich hätte jetzt gedacht, Noel hat sehr viel Damage einstecken müssen, aber egal. So, was machen die Leute eigentlich hier? Ich meine, das sind Monster. Warum geht ihr nicht einfach zurück ins Dorf und trinkt ein bisschen Tee und wartet, bis die Zukunft sich verändern tut? Das kann man manchmal auch machen. Man muss nicht immer alles... Ja, heute nicht. Ich bin schneller unterwegs als du. So, sehr schön. No artifact yet, huh? No, instead, my things are showing up in places they shouldn't be. I wonder if someone's trying to mess with us. I doubt it. No one here would do something like that. I guess not. Unless they think they're doing the right thing. It might not be a person at all. I mean, with time and space being warped everywhere, anything could happen, really. Right. And that's how your things ended up out here? It's not a bad theory. Okay, so maybe we should ask if anyone else is missing stuff. Let's head to the house and find out. Ich vermisse mein Dakamikure. Oh, Dakamikuro. Dakamakuro? Eben würde ich hier raus hier. Mein Waifu. Aber egal, so. Also, wir müssen nochmal ins Zimmer gehen. Aber bevor wir das machen. Hallo? You know, I was thinking. If Noel here really is from the future, he must be pretty curious about this time period. That's true. We should probably explain a few things. I'm all ears. Das ist ein Waifu. Couldn't rely on the broken foul sea anymore. So, most of us made the decision to move to Pulse. Weren't there millions of people living on Cocoon? It must have been pretty cramped. Well, it was. But on Pulse, we had to deal with new hardships, like vicious monsters and a lack of provisions. Sounds like a rough time. Yeah. But eventually, things settled down, and some former military types helped get things organized. Now there's a growing town at the base of Cocoon's pillar. The guys who used to be in charge are long gone. How did you end up in this place, then? Our leader, Snow, suggested we live somewhere near the ocean. We used to live in a seaside town on Cocoon, so it was like we were rebuilding our home. Snow and the rest of us were used to fighting monsters and getting our hands dirty. So we pretty much settled back into our old way of life. Snow's not around right now, so we do the best we can. But if Lightning were back... Everything would be so much better. So for everyone here, your sister being gone is the reality. Odd. Seltsam. Future boy, do you want a quick history lesson? Die Erklärung nochmal hören? Nein. Changed since we came down the Pulse, but some folks have even learned how to use magic, like our Sarah. Moment. Können wir das jetzt lernen? Waren die alle in Hogwarts und haben Expelliarmus? Oder, wie ging das andere nochmal? Expectrum Patronum? Was zum... Der sieht cool aus. An was erinnert mich das?
Das sollte mich, glaube ich, an irgendwas erinnern. Ich bin mir aber nicht mehr zu sicher, was das war. Ich glaube, der Spiegel ist böse und saugt uns gerade nach Nirvana. Nirvana. How did that happen? It's a twist in time. Something that doesn't belong. Yeah. I think this is an artifact. We found an artifact, just as Noel said we would. Does this mean everything else he said is true? Did he really meet Lightning in Valhalla? Maybe. Once I step through the gate, I'll be leaving my friends, my students, and the village for who knows how long. Can you tell me, Lightning? Do I dare believe this man? Gigantenartefakt haben wir gefunden. Was zum... Ach so, schon gedacht, ein Gegner kommt. Well, the mirror must have belonged to someone else in the past. Or the future, wherever it came from. It didn't belong here in this time. Scary stuff. Und dann hat er irgendwie diesen Stein hier in den Spiegel gepackt, oder was? Bin mir nicht sicher. So, wir nehmen unsere Belohnung mit. Was ist es? Ein Heiltrank. Yay! Klasse! Okay, das war's eigentlich schon. Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich wieder rausgehen. Um dann dementsprechend... Hallo, sagst du jetzt was anderes? Wenn du ein gutes Mahl brauchst, dann komm einfach hier. Da ist ein Nora-Special mit deinem Namen auf it. Danke, LeBro. Essen! Essen fassen! Okay, schon wieder eine Cutscene. Oh mein Gott, so viele Cutscenes in diesem Spiel. Ich nehme und öffne diese Tür. Aber du vertraust mir immer noch nicht, oder? Ich kann es in deinen Augen sehen. Wenn es etwas gibt, was du fragst oder nicht glaubst, just ask und ich werde es erklären. Well, there is one thing. What is it you want, exactly? A future that has people in it. I lived at the end of days. I was the very last child to be born. As I grew up, everyone I knew died, one by one, until eventually it was just me. All their dreams fell on my shoulders. I was their last hope. It was too much, so I left. Sure, maybe I couldn't go home again. Maybe I couldn't make everyone happy. But at the very least, I could rebuild a future where everyone could survive. So I went through the gate. I wasn't thinking very clearly then. I had a dream, but I didn't think it all out. I didn't know what it really meant. But once I got here and saw how you and your friends live in this village, I knew my dream could come true. In Valhalla, your sister gave me a chance. She gave me hope. The future can be changed. That's what she told me, and I believe her. I understand. Thank you, Noel. Thank you for telling me that. Habt ihr den kleinen Jungen hintergesehen, der umgefallen ist, weil er gerannt ist? Liegt er jetzt immer noch am Boden, ist tot? Ja, da steht er auf. Okay, nicht verabschieden, einfach weitergehen. Ah, wir waren noch... Ach so, stimmt, wir haben das neue noch nicht entdeckt. Irgendwo hier sollten wir... jetzt haben wir es. Nora Haus. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Punkte gibt, wo man hier irgendwie finden kann. Aber anscheinend habe ich bis jetzt auf jeden Fall noch nichts gesehen. Aber der Gebäude erleuchtet. Bin mir nicht sicher. Der leuchtet immer noch so, also ist das nicht spitz. Ja, nee. Warum ist er schon wieder hingefallen? Was macht ihr denn? Werft ihr... Ach so, der was macht der? Moment mal. Was ist mit dir los? Bist du besoffen? Why do you say that? It's just that some people were talking, and it would be lonely if you left. There's no need to feel lonely. Don't worry. This is my home. I love it here. If I do leave,
I'll always come back. I promise. Warum fallen die Kinder alle um? Oh mein Gott. Das ist unglaublich. Moment mal. Ich muss das mal. Läuft. Und da war jemand im Weg. Sie läuft und. Sie hat. Okay. Jetzt fallen sie nicht mehr um, ne? Oh. Und. Fall um! Oh, jetzt fallen sie nicht mehr um. Das ist gemein. Ich wollte sie jetzt mal umfallen sehen. Okay, wir haben sie ja gesehen. Aber trotzdem, ich wollte so richtig informiert sein. So, die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt überhaupt raus? Wir müssen jetzt zu diesem Kristall hin, aber das Problem ist, da war ja zu. Da kann man nicht durchlaufen. Schauen wir mal. Wir gehen mal nachschauen. It must be strange to have it there, always watching over you. I've gotten used to doing my rounds. Ah, verdammt! Nein! Nein! Spiel! Lass mich! Treffen? Also, das ging nicht genauso, wie ich es eigentlich wollte, aber egal. So, die sind ja nicht allzu stark. Ja, ich schon. So, was, die überleben noch? Schweinerei! So, stirb! Macht ja gar nicht viel Schaden. Ja, aber schon. Hey, ja gut, er hat auch zwei Schwerter an, von dem her. Gut, und weiter geht's. Immer Richtung Kokon, hat es geheißen. Aber Moment, der Kristall, wo wir eigentlich hin sollten, um in eine andere Zukunft zu kommen. Ah, da konnten wir letztes Mal nicht durch. Ja, eben, der Kristall... Kommst du rüber? Blödes Vieh? Ah, du bist es. Geh hier rüber und... Wumms! Ja, also, der Kristall, der ist ja eigentlich nicht in der Nähe von Kokon gewesen. Der war eigentlich in der Nähe von uns selber. Könnte also sein, dass der Kristall, den wir eigentlich suchen, ein bisschen weiter entfernt ist. Das heißt, wir müssen jetzt ein Abenteuer bestreiten, um diesen Kristall zu finden, wo wir brauchen, um nach Valhalla zu gehen. Das wäre okay, dass das sein würde, dass es irgendwie der falsche Kristall war. Aber ich würde auch sagen, es ist nicht okay. Nein, Quatsch. Also könnt ihr Eisenreif. Oh, es könnte ja wirklich sein, dass... I'm glad we found the artifact, but that's not the only weird thing going on here. You mean like your friends and the way they act? Understandable though. Guess it's not every day someone like me drops in from the future unannounced. Even before that, everything's been off for the last 3 years. Ever since then. You say she's disappeared, but I know where she is. She's in Valhalla. Komisch. Wo ist der? Ich sollte die Gegend abriegeln. Nein, ich muss zum Kristall hin. Aber das Problem ist, ich sehe gerade keinen Kristall mehr. Wo ist denn der hin? Oder war er einfach so klein, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ach so, stimmt. Der ist ja jetzt ein Spiegel. Echt jetzt? Die Musik passt irgendwie nicht dazu, aber egal. So, wir müssen noch einmal gegen Gugmagog kämpfen und ja, wir versuchen mal unser Bestes. Könnte auch sein, dass wenn wir ihn besiegt haben, dass dann Feierabend ist. Das heißt... Oh. Yes, Sir! Ich bin besser als du. So, ich habe gelernt. Das war dementsprechend ein bisschen anders als bei... Oh mein Gott, ich mache keinen Schaden. Also bei Final Fantasy 13 würde ich sagen. Also so viele unterschiedliche Sachen gab es jetzt auch wieder nicht. Oder dass wir halt schnell wechseln sollten in Verteidigung, wenn irgendwelche Gruppenattacken war. Außer es wäre so gewesen und ich habe es dann einfach irgendwie immer wieder vermasselt. Aber egal. So, ich glaube, der Fleischer kommt schon wieder. Aber ich glaube, ich belasse das jetzt einfach mal. Okay, es macht doppelten Schaden, wenn man nicht auf Verteidiger ist. Ist es wirklich so wichtig? Ich weiß nicht. Wäre es vielleicht noch gut, wenn ich nochmal ein bisschen den Verheerer reinballern sollte, um... 20... Wow, also doppelter Schaden. Okay, ich geh die Norden. So, und da ist er schon wieder hinüber. Zum zweiten Mal. 5 Sterne. Ein Eisenreif. Das ist cool. Da kann ich im Bein einen Eisenreif anziehen.
Phönixfeder. Echt jetzt? Braucht man so viele Phönixfedern in diesem Spiel, dass ich so viele bekomme? Ich hoffe mal nicht. Neues Fragment. Gokmak Essence Beta. Die... Chocobo. Es sind Vögel, die aufgrund ihrer Größe als Reittiere dienen. Saftiges Gitarrkraut ist ihre Lieblingsspeise. Um auf einem Chocobo zu reiten, ist es daher vonnöten, ihn vorher mit Gitarrkraut zu füttern. Das Reiten auf einem Chocobo macht dich Abenteuerreise zu einer sicheren Unternehmung. Da keine Monster sich traut, sich einem in Fahrt gekommenen Chocobo in den Weg zu stellen, drücke LB, um wieder abzusteigen. Okay. Chocobos sind scheue Tiere, bisweilen muss ein Gegen gründlich erkundet werden, bevor man auf solche einen gefiederten Freund stößt. Alles klar. Hab Verstände und hinter mir hat sich noch irgendwas bewegt, aber was war das? Was ist das? Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber es bewegt sich auf jeden Fall. Wo bist du? Nein, du machst es nicht. Da oben? Ah. Oh mein Gott. Wir sind einfach hier? Irgendwo verteilt? Inventarerweiterung, Nora Medikit. Ach so ist das. Das ist aber doof. Nora Medikit ist ein Item für einen, für eine Nebenaufgabe, habe ich gelesen. Und das Problem ist, ich weiß, dass es hier noch eine gibt. Eine solche Kiste, aber ich glaube, die ist erst später zu finden, meinte ich. So, komm her. So, ich mache mal kurz einen Schnitt, dann kann ich das mal schnell kontrollieren. Bis gleich. Also gut, so, ich weiß auf jeden Fall, wo es sein sollte. Das heißt, wir machen uns mal schnell auf den Weg dahin. Moment. Nee, wir haben das nicht aufgesammelt. Okay, wir müssen nämlich hier wieder mal zurückgehen. Und zwar hier in der Nähe vom Chocobo sollte das eigentlich sein. Hier bei diesem Würfel, das sollte eigentlich der Teil sein. Ach so, wir müssen... Hallo? Boah, oh, neue Gegner. Ich habe da auf dem Stein was gesehen, aber... Lebenssong. Ich habe was gesehen auf dem Stein, aber muss ich da vielleicht irgendwas hinlegen? Nein, wir bleiben beim Verheerer. Er ist noch nicht im Schockzustand, aber der ist... Ah, jetzt ist er hinüber. So, also ich habe bei den Steinen irgendwas gesehen, dass wir da sehr wahrscheinlich irgendwas raufsetzen müssen. Oder muss der Chocobo vielleicht hier rauf? Das könnte auch der Fall sein. Man sieht das Zeichen ein bisschen. Das ist ein unsichtbares Zeichen. Achso, wir können hier hochspringen. Also da passiert noch gar nichts. Was ist das? Was ist das? Komme ich da erst später drauf? Aufstehen. Was haben wir denn hier? Ah, die kleinen Biester, die können wir lassen. So, wir laufen schön weg. So, dann lassen wir das einfach mal. Wenn es noch nicht funktioniert, dann sollte es auch so sein. So, wir springen. Das war jetzt aber knapp mit dem Monster. Okay, so. Wir gehen zum Kristall und versuchen hier diese Gegend abzuschließen. Und da ist ein Chocobo. Ja, das ist anscheinend eine sichere Gegend. Alles klar. So, schauen wir mal. Nach was sieht das denn aus? Sieht aber echt klasse aus, muss ich sagen. Sieht cool aus. Vor allem mit Cocoon auf der anderen Seite mit dem Kopf da von Shiva. Ah genau, Shiva war es. So, Portal. Schauen wir mal, was passiert. Are you sure you're ready? You know, once we go through, there might be no coming back. Dialog-Trigger. Wenn du mit Noelle das Portal durchschreitest, kommst du vielleicht nie wieder zurück. Bist du bereit, aufzubrechen? Ich bin bereit. Vielleicht sollten wir warten. Genau. Moment mal schnell. Okay, ich schätze mal, ich bin bereit, um aufzubrechen. Yes, I'm ready to go. It's not a dream or a lie. I know my sister is alive out there. I'm sorry I doubted you. Of all people, I should know how bad it can make you feel when no one believes what you say. Snow put all his trust in me. Now it's my turn to do the same for you. I've made up my mind. You and I. We go together. I won't let you down. We'll find Valhalla, I promise.
So, you're not gonna say goodbye? There's no need. We already have, sort of. Do that quiet. Lightning's knife. It's been sharpened and cleaned. You did that. Hey, shut up. Look, my pendant has a brand new chain. Mm. Shh. Okay. And Snow was purring like a kitten. Someone gave him a good brushing. Quiet. Hey. Why don't you guys go fess up? What? Go on. You too. Hey, Sarah. I figured no way you're leaving the pendant behind. So I made a chain, you know, so you wouldn't lose it. If Lightning is alive out there, wouldn't want her getting mad over a poorly maintained weapon. You know her. If you leave, someone's got to pick up the slack looking after Snow. So I volunteered myself. Thanks, guys. It's time for me to go. I don't know what's waiting out there in the future between worlds, but I want to see Lightning so much. If there's any chance at all, I want to take it. You can go, but you have to come back in one piece. Promise? I promise. If I believe, maybe a miracle will happen. The future won't change until you make the first step. You know what you're doing, right? Well, I can't say that I do. This is the first time I've opened a gate myself. Guess we'll just have to find out. Hey, what about Sarah? I'll protect her. I promise you, I vow never to let her come to harm. Godot. But trust me, for Sarah's sake. Future starts now. I'll be back. Sarah, you set out on your journey for my sake. You believed in a promise. You believed in a future you could not see. I will keep fighting here, at the end of the world. I know you will come. I believe in you. Sarah. This place is incredible. It's the Historia Crux. The crossroads of the time continuum. So this is how you were able to travel backwards from the future? Right. Just floated through this nowhere space. And now it's your turn. Was ist das denn? Die Chronosphäre. Die Chronosphäre ist der Ort, an dem verschiedene Ebenen von Raum und Zeit auf die komplexe Weise aufeinandertreffen. Sie ist Kompass und Navigator zugleich und dient Zeitreisenden auf ihren Missionen durch Raum und Zeit als Anhaltspunkt. Wähle mit L bzw. Fadenkreuz Zeit und Ort und bestätige mit A. Öffne ein Portal, um zu neuen Zeiten und noch nicht besuchten Orten zu gelangen. Interessant. Neues Zeitportal geöffnet, Breja Ruine. Im Spiel kannst du zur Chronosphäre zurückkehren, indem du die Pausenbildschirm durch Drücken von Start aufrufst und dort zurück zur Chronosphäre auswählst. Diese Option ist nicht immer verfügbar, das Spiel speichert dabei automatisch den aktuellen Fortschritt. Die Zeit bleibt an diesem Ort stehen, sodass andere Orte besucht werden können, um zu einem späteren Zeitpunkt die Reise am zuletzt gespeicherten Ort wieder aufzurufen. Zurück zur Chronosphäre, speichern, Spielbeenden, abbreche. Orgel. Von jetzt an gelangt man beim Laden gespeicherter Spielstände immer in die Chronosphäre.
Dort kannst du Zeit und Ort wählen, um die Reise an der gewünschten Stelle fortzusetzen. Interessant. Neue Daten erhalten. Also das ist die Chronosphäre. Wir können jetzt dementsprechend von neu... Ah, wir kommen hier immer... Fragmente 2 von 4? Fragmente 2 von 4? Oh mein Gott, nein. Ich muss jetzt... Oh, stimmt, es gibt 160 Fragmente und wir müssen sehr wahrscheinlich alle Fragmente sammeln, damit wir hier irgendwie durchkommen. Oh mein Gott, also 2 von 4 haben wir schon. Das ist ein bisschen doof. So, da ich dieses Wochenende vorhabe, 2 Folgen von Final Fantasy 13 2 aufzunehmen, würde ich mal sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Und ich kann mich dann dementsprechend ein bisschen besser informieren. Sehr wahrscheinlich gehen wir wieder nach Neo Bodum, falls wir ein Fragment vergessen haben und schon erhalten können. Oder wir gehen in die Breja-Ruine. Doch was erwartet uns dort? Auf jeden Fall 8 Fragmente. Uah. Ansicht ändern. Was für eine Ansicht. Oh. Fragmente, okay, die sind nicht aufgewiesen. Ah, okay. Und da. Was ist das denn? Oh mein Gott. Ja, unbekannt. Verschiedene Jahrgänger. Okay, da würde ich mal sagen. Nee, Moment. Die Fragmente, die bleiben nicht gleich. Also hier gibt es wirklich. In dieser Zeit gibt es 4 Fragmente. Da oben gibt es dann auch wieder mehr. Oh mein Gott. Okay, GS3. Wir gehen jetzt 2 Jahre in die Zukunft. Geht's auch mal zurück? Das wäre cool. Was ist das denn? Warum hab ich da das Zeug da? Egal. So, ich verabschiede mich für heute und wir machen beim nächsten Mal weiter bei Final Fantasy 13 2. Und bis dahin einen wunderschönen Tag und ein wunderschönes Wochenende. Ciao.